Hallöchen, meine sammlungsfreudigen Freunde da draußen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2, der Nuzlocke Challenge. Wir sind hier beim letzten Mal in Twintrack City angekommen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten in diese Folge und fürs Bewerten in die letzte. Und habe ja gesagt gehabt, wir wollen uns der Arena widmen, aber wir haben ja die Info bekommen, dass wir uns auf Route 9 eventuell mal rumschauen sollen. Das habe ich zwischen den Folgen tatsächlich schon gemacht und habe auch zwischen den Folgen, damit es nicht allzu lange dauert und wir wirklich in der Folge auch die Arena angehen können, habe ich hier diese Arena-Kämpfe schon gemacht gehabt, aber habe noch keine Items eingesammelt. Also hier sind überall noch die Pokebälle, die wir uns auf jeden Fall noch schnappen können. Hier drinnen können wir erstmal nicht weiter. Hier geht es zur Zylinderbrücke. Da kommen wir aber aktuell nicht hin, denn die gute Frau hier lässt uns nicht drauf, weil die gerade angeblich untersuchen, wie viele Personen gleichzeitig auf der Zylinderbrücke sein können und die gerade die maximale Anzahl erreicht haben. Ansonsten ist hier oben ein Kaufhaus. Das können wir uns auf jeden Fall gleich noch angucken. Und hier könnten wir unseren Encounter fangen auf Route 9. Denn wir haben ja noch keinen Encounter für Route 9. Oh shit. Wie komme ich da hin? Ach so, hier. Hier könnten wir unser Encounter fangen für Route 9. Ein Nugget. Geil. Schönes Nugget. Chicken McNugget. Okay, hier haben wir noch einen Kampf. Den können wir auf jeden Fall machen. Auch noch in der Folge. Wir müssen ja auf jeden Fall Rockheimen, okay? Wir müssen ja auf jeden Fall noch Stella irgendwie ein bisschen hoch. Leveln. Deshalb habe ich die gerade auch vorne und lasse die gerade kämpfen, weil das jetzt wahrscheinlich das einzige Pokémon sein wird, was uns in der Arena jetzt gleich so wirklich was bringen wird. Deshalb habe ich das mal lieber so gemacht. Hier scheint es einen Höhleneingang zu geben, der aber noch nicht frei ist. Der wird wahrscheinlich später mal noch irgendwann frei. Warte mal, das haben wir doch, ein Hypnomorpha. Haben wir nicht die Vorentwicklung von Hypnomorpha? Ja, haben wir schon. Wir haben nämlich Mollymorba gefangen gehabt und aus dem Grund darf ich Hypnomorba nicht fangen, weil es quasi eine Entwicklungsgruppe ist. Deshalb müssen wir mal gucken, was hier noch so im hohen Gras zu finden ist. Haben wir leider auch schon, Cleoparda. Okay. Oh, Flucht gescheitert, schön. Alter, lass mich doch fliehen! Danke. Was haben wir noch so? Haben wir auch beides schon, geil. Alter. Boah, Alter, gibt's hier nichts anderes? Dann können wir hier kein Pokémon fangen. Oh. Ein wildes Deponitox. Ah, wartet mal, was waren von Deponitox? Haben wir da nicht auch die Vorentwicklung schon? Okay, ich bin wieder in dem Modus, wo ich... Dass ich das immer wieder heile, das ist ja crazy. Das ist ja eigentlich voll geil. Einmal... Zweimal? Dreimal? Jawohl! Klasse, Mann! Deponitox wurde gefangen. Für Deponitox wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Deponitox, eine Müllhalde. Oh Gott. Derjenige, der jetzt Deponitox wird, der denkt auch, ich hasse ihn abgöttisch. Möchtest du dem Deponitox einen Spitznamen geben? Muss ich ja... Deponitox wird Heidi. Okay, damit haben wir auch unser Pokémon auf Route 9. Das ist ja schon mal schön, denke ich. Und jetzt können wir uns dann tatsächlich der Arena widmen. Oh, Pikachu, schön. Jetzt können wir uns tatsächlich der Arena widmen. Und da machen wir uns jetzt direkt hin. Vorher gehe ich aber meine Pokémon nochmal ganz schnell flott heilen. Und dann ab in die Arena. Oh, die sieht irgendwie... Alter, was zum Henker. Willkommen. Dies ist die Arena von Twintrack City. Achso, das war nicht seine Stimme. Hier, nimm erstmal dieses Tafelwasser. Na, was hältst du von diesen beiden Drachenstatuen? So große Statuen gibt es in keiner Arena in einer zu bestaunen. Ziel dieser Arena ist es, über die Drachenköpfe an die Spitze zu gelangen. Dort wartet Lysander, der Arenaleiter. Lysander kämpft übrigens mit Pokémon vom Typ Drachen. Ein Tipp, Drachen-Pokémon sind schwach gegen Drachen- und Eisattacken. Aber das hast du nicht von mir, klar? Oh nein!
Drache vom Typ Drache. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde, denn ich habe nichts Effektives gegen Drachen-Pokémon dabei. Nichts. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich eventuell die Attacke Blizzard irgendwo rumliegen habe. Ja, habe ich tatsächlich. Kann die irgendein Pokémon lernen? Nein! Na, das ist ja super. Gut, das heißt, wir müssen hier ohne sehr effektives Pokémon ran und können nur hoffen, dass eventuell manche Drachen-Pokémon noch den Flugtyp haben, wo wir dann gegebenenfalls eventuell mit ganz viel Glück mit Hütti irgendwie was reisen können. Ach du Schande. Ach du Schande. Oh Gott. Oh shit. Wie bei einem Drachen, der dem Himmel entgegenflieht, liegt auch mein Ziel immer noch ein Stückchen weiter oben. Ach so, wir müssen ihn jetzt besiegen, damit wir an ihm vorbeikommen. Okay, verstehe. Was setzt er denn ein? Scharfax. Alter, was ist denn ein Scharfax? Ach du Scheiße. Das ist auf jeden Fall ein Drachentyp. Das ist aber definitiv kein Flugtyp. Drachenglaue? Alter, macht das Schaden. Welches Level ist denn der? Alter, ich muss unbedingt trainieren gehen. Oh mein Gott. Ich muss unbedingt meine Pokémon alle noch wenigstens auf Level 47 oder so bringen. Okay, wir müssen also hier danach unbedingt noch trainieren auf Route 9. Was hat er gerade eingesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Drachenklaue, ja genau, Drachenklaue war's. Drachentanz, okay. Vielleicht einfach eine Knirscherattacke? Ja, reicht aus, okay. Gut. Eieieiei, das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Okay. Okay. Interessant. Gut, aber Leute, ich gehe erstmal runter und würde nochmal trainieren gehen. Wir sehen uns gleich hier in der Arena wieder. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ich habe meine Pokémon jetzt, also mein Team alle auf Level 47, den Aaron sogar aus Versehen auf 48, keine Ahnung, was mich da wieder geritten hat, trainiert. Und würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Ich würde trotzdem mal den Hütti immer auf Anfangsposition lassen. Aufgrund dessen, dass wenn der Flugtyp eventuell bei einem Drachen kommt, dass wir dann sagen können, wir gehen mit einem Donnerschlag oder so rein. Deshalb, let's go. Ach du heilige Schande, wir fliegen auf dem Kopf des Drachen. Wie geil ist denn diese Arena bitte gemacht? Okay, ich möchte jetzt nach rechts zu dem Angriffstypen. Alter, was? Wie gut ist das denn? Ein guter Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das sagt man beim Fußball auch immer. Veteran Jeremius. Scharfax. Okay, das kennen wir ja schon, das Pokémon. Da haben wir gerade mitbekommen, dass da die nicht der Beste ist. Und wir ja einfach irgendwie mit Alter, was zum Henker. Chardrago. Ach du Schande. Ach du Schande. Also in der Arena werden wir noch richtig schön Probleme kriegen. Bringt der Schaufler was? Ja, er bringt zumindest was. Eieieiei. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich sollte ja nicht. Ich sollte ja ganz dringend nicht spulen oder so. Es kommt die Knirscherattacke. Das Problem ist halt auch. Alter Lachs. Okay, ich gehe wieder auf den Schaufler. Das
reicht nicht. Es reicht nicht. Oh nein. Bin ich schneller? Ich bin schneller, oder? Knirscher, komm schon. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich muss irgendein Pokémon mit ins Team nehmen, was Blizzard lernen kann. Was eine Eisattacke wenigstens irgendwie kriegt. Wir haben sonst keine Chance beim Arenaleiter. Wir haben sonst keine Chance. Ein Wort zu den Trainern weiter oben. Rechts erwartet dich ein Dreierkampf. Ach du Scheiße. Links dagegen ein Reihumkampf. Ach du Scheiße. Welche der beiden Kampfformen dir besser liegt, musst du selbst... Ich glaube, Leute, da entscheide ich mich definitiv nur für einen. Und ich glaube, da nehme ich den Reihumkampf. Warte mal. Das war's. Der Dreierkampf erwartet mich rechts, der Reihumkampf links. Ich glaube, da nehme ich definitiv den Reihumkampf. Da, wo immer nur ein Pokémon quasi kämpft. Ach du heiliges Kanonenrohr. Oh mein Gott, wird das eine knifflige Angelegenheit. Oh shit. Den Verteidigungstypen nehmen wir ja aber noch mit. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit, einfach nur um auch die Erfahrung und das Geld mitzunehmen. Es kommt wieder Scharfax, okay. Die scheinen ja alle mit diesem Scharfax zu starten. Scharfax ist wahrscheinlich nur Typ Drache, oder? Scharfax ist nur Typ Drache. Ich gehe wieder auf Aaron. Geh auf den Schaufel. Ach du Schande. Komm schon. Oh nein. Oh Gott. Wenn der jetzt noch mit solchen Dingern um die Ecke kommt, wäre das ganz mies. Alter. Okay, Scharfax ist dahin. Jetzt kommt wieder Schardrago. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Schardrago kann Flammenwurf. Ist Tom da vielleicht eine ganz gute Wahl? Und mit der Geisterdacke Bürde vielleicht? Macht das Schaden? Macht in Ordnung Schaden. Wir sind jetzt verwirrt. Bitte, Tom, komm schon, triff. Ah, verdammt, der trifft sich selbst. Jetzt kommt die Drachenklaue. Oh, und die ist echt nicht übel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Drachen-Pokémon sind halt echt mächtige Pokémon. Die Drachenklaue kommt wieder. Die macht einfach so viel Schaden. Die macht einfach so viel Schaden, Leute. Oha, ich glaube, das könnte richtig problematisch werden. Ich glaube, das könnte richtig problematisch werden. Okay, Sanktoklinge macht immerhin... Oh, jetzt sind wir wieder verwirrt, das gibt's doch nicht. Das ist halt ja wirklich so ein krasser Verteidigungstyp. Oh, wir kommen nicht durch. Oh nein, und die Drachenklaue kommt. Bitte, 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 halt's aus. Bitte, bitte, halt's aus. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, was sind das für Kämpfe, Alter? Was soll das gegen den Arenaleiter werden? Sanktoklinge, komm schon, komm schon. Ja, es trifft und wir sind zumindest den Kampf erfolgreich durchgekommen. Puh, Leute. Das wird ganz, ganz knifflig. Ich werde erstmal die Arena verlassen und den Part an der Stelle beenden. Leute, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten oder nördlichen Richtung da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ihr seht es vielleicht schon im Rahmen, ich habe das Team etwas abgeändert. Ich habe Katja abgelegt und ich habe Stella abgelegt, weil ich glaube, dass die uns hier in der Arena am wenigsten nützen werden.
und habe mitgenommen den Not. Ich habe leider Not 2.0, unser Mechel, was wir gefangen hatten. Ich habe leider nicht aufgenommen, wie es sich zu Azumare entwickelt hat. Schande über mein Haupt, tut mir leid. Es ist auf Level 50, denn es hat unglaublich schlechte Werte. Es kann aber Blizzard. Und das ist geil, weil dann können wir immerhin 5-mal Blizzard einsetzen und irgendwie versuchen, uns damit durch den Arenaleiter zu boxen. Und ich habe einfach nur aus dem Grund, dass ich denke, dass Echnatol vielleicht noch ein schönes Tanky-Pokémon ist, wenn man sich's mal hier anguckt. Von Angriff, Verteidigung, Spezial... Also Verteidigung, Spezialangriff und Spezialverteidigung sind Werte, wo ich sage, dass das geht relativ gut. Und deshalb habe ich Jan noch mitgenommen als Echnatol. Azumare, beziehungsweise unser Not, ist auf der Position 1 und wird den Kampf vermutlich jetzt starten. Ich bin sehr gespannt, denn es könnte hier auch zum Ende des Projekts kommen, denn ich glaube, Lysander wird eine richtig, richtig harte Nuss. Alter, das ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Okay, das wird echt, das kann über das Projekt entscheiden, Leute. Weil ich denke, hier könnte es zu Ende gehen, weil wir gegen Drachen-Pokémon nichts Richtiges dabei haben. Außer vielleicht Blizzard, was aber auch durch das Schwache, muss man einfach so sagen, von den Stats her schwache Azumare, jetzt auch nicht so viel bringt. Aber wir gehen rein, legen wir los. Let's go. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin der Arenaleiter von Twin Drake City. Lysander ist mein Name. Als Bürgermeister strebe ich die Entwicklung der Stadt an. Als Trainer strebe ich alleine nach Stärke. Im Moment strebe ich nach einem Jungen. Trainer für die Zukunft. Ob du mir wohl Hoffnung auf eine strahlende Zukunft geben kannst? Leute. Alter, was hat der für crazy Augen und crazy Bart? Der Bart sieht aus wie so ein Mund von so einem Knacklion. Mit was fängt er an? Oh, er fängt gleich mit dem Chartrago an. Oh. Okay, Level 46, das geht. Okay, das geht. Gehen wir auf einen Blizzard? Wir gehen auf einen Blizzard. Blizzard kommt durch, wir sind schneller, das ist sehr gut. Blizzard macht die Hälfte, okay. Oh, es kommt Vergeltung, es kann Vergeltung, das ist eine Kampfattacke. Es geht aber. Es geht aber voll klar. Gehen wir nochmal auf den Blizzard oder versuche ich den Rest jetzt eventuell... Ich versuche den Rest, glaube ich, ohne Blizzard zu bestehen. Weil der das ist nicht sehr effektiv. Weil der Blizzard halt auch, glaube ich, noch extrem wichtig wird für... Ich gehe auf Havi. Weil der Blizzard, glaube ich, noch wichtig wird für eventuell das, was noch kommen könnte. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch hat. Weiß halt nicht, was er sonst noch hat. Ich gehe auf die Sancto-Klinge. Reicht die vielleicht schon aus? Die reicht aus. Okay, Chartrago ist dahin. Chartrago ist schon mal dahin. Bis hierhin ganz gut. Wir haben einen Blizzard verwendet. Es kommt Libeldra. Ah, Drache Boden, wenn mich nicht alles täuscht. Bringt uns also Hütti in dem Sinne auch noch nix. Wenn es der Bodentyp ist, würde hier halt eventuell sogar Pflanze was bringen, was wir nicht dabei haben. Wir bleiben drin, wir kämpfen weiter. Und ich werde auch in dem Atemzug, weil ich glaube, dass Havi schon ein bisschen was tanken kann, unseren Not einmal vollheilen. Es kommen Erdkräfte, okay. Erdkräfte ist, glaube ich, auch eine Drachenattacke, oder? Boah. Nein, Erdkräfte ist definitiv keine Drachenattacke. Das, gibt mir gerade... Ich habe da gerade... Wie oft kann er Erdkräfte einsetzen? Ist Erdkräfte eine Attacke, die man nur 5-mal oder so hat? Dann heile ich mich halt immer wieder hoch. Das ist jetzt halt die Frage. Dann heile ich mich einfach immer wieder hoch. Alter, der hört nicht auf, die Erdkräfte einzusetzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich komme nicht wirklich weg. Setzt wieder die Erdkräfte ein. Und
vor allem sinkt meine Spezialverteidigung auch immer mehr. Ich gehe auf Jan. Die Erdkräfte kommen. Sind hier aber in Ordnung. Dann gehe ich hier auf einen Spukball. Oh, Knirscher ist sehr effektiv. Verdammte Hacke. Alter, der hat aber auch Attacken, die komplett einfach... Oh, Spukball ist gar nicht so verkehrt. Der hat halt auch Attacken, die mich einfach komplett hitten. Egal, was ich für ein Pokémon einsetze. Das ist ultra crazy. Oh nein! Ich habe das falsche Pokémon geheilt. Oh nein! Okay, Nutt, du darfst. Oh nein, ist das dumm! Ich habe aus Versehen das falsche Pokémon geheilt. Ach nein, jetzt wehrt Libeltra auch noch die Blizzard-Attacke ab. Alter, komm schon. Das darf nicht wahr sein, Ja, Blizzard kommt, das reicht doch, oder? Es reicht, okay, es reicht. Ein Volltreffer, sehr, sehr gut. Okay, 2 von 3, wir haben aber auch 1 verloren. Maxax, ach du Schande. Wir müssen das Pokémon erstmal wechseln. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich Not nochmal heilen kann. Und im gleichen Atemzug aber vielleicht auch Schaden drücken kann. Ich gehe auf Aaron. Okay, jetzt wird's wirklich... Jetzt wird's ganz, ganz kritisch, Freunde. Okay, Not einmal hochheilen. Er setzt den Drachentanz ein. Ich bleib erstmal noch drin, oder? Und geh auf einen Schaufler. Boah, der prediktet sich so hoch mit Drachentanz. Das ist echt crazy jetzt gerade. Aber Schaufler macht ganz guten Schaden. Boah, der haut sich immer weiter hoch. Das ist crazy. Das ist sehr, sehr Drachenroute. Ach du Schande. Freunde. Das war's mit Aaron. Ach du Schande. Der hat sich so hoch gepumpt. Drachentanz. Oh, bitte, bitte. Bitte lass den Blizzard kommen. Bitte lass ihn ausreichen. Bitte. Bitte, Not. Bitte. Lass die Opfer nicht umsonst gewesen sein. Ja! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Mit der Niederlage kommt dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Doch sich diesem nicht zu beugen, ist die wahre Stärke des Herzens. Alter, hat mich die Arena gebrochen. Das war fabelhaft. Ich danke dir für diesen Kampf. Es ist viel leichter, mit Freunden ein Hindernis zu überwinden, als alleine. Du hast mir in Erinnerung gerufen, was der Sinn von Pokémon-Kämpfen ist. Boah, Leute, das ist ganz, ganz bitter jetzt mit Aaron, unserem Rabigator. Aber so sind die Regeln, so ist das Spiel. Tut mir leid, Aaron, wenn du die Folge jetzt siehst. Aber so wie der sich hochgepowert hat, hätte der, glaube ich, jedes unserer Pokémon mit der Drachenroute am Ende weggehauen, oder? Vielleicht war es auch ein Fehler, drin zu bleiben und mit dem Schaufler zu versuchen, Schaden zu drücken. Ja, kann jetzt wieder so, man kann es jetzt wieder so und so sagen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr sagt. Hätte man das verhindern, wahrscheinlich hätte man es verhindern können oder ein Pokémon opfern, was am Ende nicht so wichtig gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre auch Not jetzt, so hart es klingt,
nicht so wichtig gewesen wie jetzt unser Rapigator, was jetzt definitiv im Team fehlen wird, aber sowas von. Weil uns der Bodentyp jetzt definitiv fehlt, den haben wir wieder nicht mehr mit dabei. Und Unlicht auch nicht. Also das wird nochmal eine ganz, ganz harte Nummer jetzt. Ha, jetzt hast du also deinen 7. Orden aus der Einerregion errungen. Von nun an werden dir alle Pokémon bis Level 80 gehorchen. Und das hier sollst du auch haben. In dieser TM findest du eine meiner Lieblingsattachen. Drachenrute. Ja, die hätte ich davor gebraucht, ey. Drachenrute fügt dem gegnerischen Gegnern nicht nur Schaden zu, nein, die Attacken schleudert es auch zurück in seinen Pokéball. Sprich, dein Gegner wird dazu gezwungen, sein Pokémon zu wechseln. Nun gut, die Tochter von Eberhard Escher hat mir bereits von dir erzählt. Ich möchte dir die Geschichte von den Drachen-Pokémon erzählen, die einst die eine Region schufen. Warte bitte draußen auf mich. Leute, das war's für diese Folge mit Pokémon Schwarz 2. Ich sag danke, hoffe das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Auch wenn das Ganze jetzt mehr als bitter ist, so haben wir es dennoch geschafft, den Drachen-Arena-Leiter zu bezwingen. Ich glaube, das hätte noch viel, viel schlimmer ausgehen können. Und wir haben in Anführungszeichen nur Echnatol und nur Rapigator verloren, auch wenn das extrem reinbrettern wird. Und wir erstmal gucken müssen, wie wir diese Pokémon ersetzen. Ich glaube, das könnte richtig, richtig problematisch werden. Gerade der Bodentyp. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Ich sag danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.